Hallo meine Lieben. Ich habe das letzte Mal beim Krieg dieses coole Tierfellmusterpapier da gekauft. Und ich habe direkt eine Idee im Kopf gehabt, was ich damit anstelle. Ich habe auch noch diese riesen Wackelaugen vom Daddy benutzt. Und diese ja, mittelgroßen vom Krieg auch. Und da habe ich ganz, ganz coole ja, Monsterkarten gebastelt. Das war so mein Prototyp sozusagen. Ich habe das dann danach ein bisschen anders gemacht. Das habe ich ohne Mattung gemacht. Ich finde es ganz süß. Also das ist so quasi das Vogelmonster, sagen wir mal. Dann habe ich das mit Mattung gemacht. Gefällt mir irgendwie fast besser mit Mattung, weil es macht irgendwie mehr her. Ich weiß auch nicht. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. Ich mache es jetzt immer mit Mattung. Das ist das Leoparden-Monsterchen mit spitzen Zähnen, das andere mit runden Zähnen. Ja, gleich wie ich das gemacht habe. Dann ein Giraffen-Monsterchen, ein Zebra-Monster, einmal Leopard, Gepard, keine Ahnung, ich kann das nicht unterscheiden, I'm sorry. Vielleicht wie bei dem anderen. Und dann haben wir eine Schlange und noch eine andere Schlange. Eins werden wir jetzt zusammen machen. Ich erkläre euch jetzt kurz die Zähne. Ich habe für die runden Zähne habe ich einfach meinen 1-Inch Stanzer genommen und habe in der Mitte durchgeschnitten. Für die spitzen Zähne habe ich einfach Dreiecke da aus irgendeinem Restpapier ausgeschnitten. Aber wir machen jetzt spitze Zähne, dann seht ihr das eh nochmal, wie das mal. So, ich habe mir das schon vorbereitet, meinen Kartenrolling. Ein blaues Papier habe ich diesmal und das andere Leoparden, Geparden, Muster, wie auch immer. Ich gehe da ohne irgendwas messen oder irgendwie. Achso, als einzigste, was vielleicht interessant ist, sind die Maße. Die Mattung habe ich 10,2 x 14,6 und das andere habe ich 14 x 9,9. 9,9, warum? Weil ich mag da nicht zu viel Rand herum haben. Und 14 braucht es, weil da ja ein bisschen Abstand sein sollte. Damit man, okay, bei dem Grauen sieht man es jetzt nicht gut. Damit man da ein bisschen von der Mundgegend einen Unterschied hat. Das gefällt mir irgendwie besser. Und ja, dann gehen wir ohne irgendwas messen. Man kann das natürlich auch mit so einem halbrunden Gegenstand oder wie auch immer machen. Also von mir aus einen Teller drauflegen, rundherum zeichnen. Ich mache das wirklich frei Hand. Ich gehe her, schneide mir da so einen ja, Halbkreis quasi aus. Dann klebe ich mal das untere Teil schon mal auf meine Karte drauf. So. Und dann machen wir uns an die Zähne. Wie gesagt, ich mache diesmal spitze Zähne, also schneide ich mal 5 Spitzen ab. 1, 2, 3, 4, da geht sich vielleicht auch noch eins aus. 5. Somit habe ich ein Restpapierstück einmal aufgebracht, weil das ist jetzt wirklich für die Tonne. Und die Zähne, ups, da ein bisschen gebatzt. Ich radiere mir das gleich weg, weil ich mag die Klebereste, das gefällt mir persönlich nicht. Das ist so ein normaler Kleberradierer. Und dann gehe ich mal her und fixiere die Zähne einfach so ein bisschen mit Kleber. Also da braucht es echt noch nicht viel Kleber drauf. Und die kannst du auch wirklich drauf kleben, wie es eigentlich gefällt. Weil ich denke, Monster haben jetzt nicht so die perfekten Zähne. Also müssen die auch nicht perfekt geschnitten sein. Und auch nicht perfekt sitzen. Das kann man sich ja immer wieder hin und her rutschen, wenn man
nicht so ganz zufrieden ist. Deshalb nehme ich immer nur so einen kleinen Klecks Flüssigkleber. Ich habe jetzt da 15 immer genommen. Jetzt kann es natürlich auch mehr, weniger, verschiedene Farben, keine Ahnung. Da sind ja wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es sind ja auch wirklich so lustige Monsterchen, mal für Kindergeburtstagskarten, für so. Also, ich dazu Karte auch voll lustig finden, wenn ich so eine kriege. Ich finde das Wackelaugenzeug generell ganz mega cool. Deshalb haben wir mal ja da so viele gekauft. Dann kleben wir das, damit ich oben denselben Rand habe wie unten. Festkleben. Das kommt dann auf unsere Karte. Ich würde euch empfehlen, zuerst das auf die Karte zu kleben und die Augen zum Schluss zu machen, weil wenn jetzt da die Augen schon drauf wären, ist es ein bisschen schwierig zum auf die Karte drauf kriegen, weil man es nicht mehr so gut festdrücken kann, finde ich jetzt. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, wie es macht. Aber das ist so die einfachere Variante. Und diese Karte ist auch definitiv Anfänger geeignet. Also wenn ihr es erst mit Basteln anfangt, ist das eine Tip-Top-Karte für euch zum Ausprobieren. So, ich nehme wieder zwei verschiedene Größen von Augen. Es grenzt da auch natürlich, keine Ahnung, zweimal dieses Auge da machen zum Beispiel. Es grenzt auch zweimal die Riesenaugen machen. Es grenzt auch so zum Beispiel, das ist auch schon mit zwei Riesenaugen, ist auch ganz süß. Es könnt verschiedene Farben nehmen, es könnt mehrere nehmen. Ach, da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, würde ich mal behaupten. Manche sind da ein bisschen klebrig. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Beim Angreifen merkt man es wahrscheinlich von der Produktion. Ich habe mir da einfach mal also durch nass gemacht mit Wasser und putze da drüber. Und dann kann man unsere Augen schon aufkleben. Und sein soweit fertig. Also eine echt schnelle, witzige Karte. Und fertig ist unser kleiner. Ja, ich habe das so gebauten Monster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!